Hi, der Dirk vom Limporalf hier. So, heute ist es wieder soweit. Heute gibt es ein neues Video im Rahmen meiner Limporalf Dojo Tour. Und ich war ja am 19.09. in Brumte in Niedersachsen und habe dort den Randori Society e.V. besucht. Ich habe dort auch wieder ein kleines Video zusammengeschnitten. Das könnt ihr euch jetzt hier gleich im Anschluss anschauen. Und danach gibt es von mir auch wieder ein Fazit und eine Zusammenfassung vom Training. Dann viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns gleich wieder. Hier, keine Kraft, alles was hier kommt, Körper. Das heißt, wenn ich hier runtergehe, hier, macht hier dieser Arm, der hier drauf geht, genau das gleiche. Er geht hier runter. Hier, hopp, hopp, runter. Thank you.
So, da bin ich wieder. Hier nun noch ein paar Fakten zum Dojo und zum Training. Das Dojo selbst ist ein kleines bisschen versteckt, aber Bomte ist keine Riesenstadt, also sollte man es eigentlich relativ gut finden. Das Dojo selbst liegt im Tiefparterre eines alten Gewerbebaus, war wohl mal eine Bäckerei, und man gelangt zum Dojo über den Hinterhof. Dazu muss man links am Gebäude eine Abfahrt runter. Wenn ihr euch das Training dort anschauen wollt, werdet ihr es auf jeden Fall finden. Man kann es nicht verfehlen. Draußen an der Fassade ist auch ein Hinweisschild, dass man quasi diese Abfahrt zum Hinterhof hinunter muss. Bist du auf der Suche nach einer cleanen Kampfkunstschule und möchtest Nimbo Taijutsu oder Bujinkan Budo erlernen mit all seinen Feinheiten und Denjo-Techniken, dann bist du in Bomte vermutlich nicht an der richtigen Adresse. Suchst du ein pragmatisches Ninjutsu-Training, dann schau dir in Bomte das Training an und sieh, ob es zu dir passt, ob es das ist, was du möchtest. Das Dojo selbst bietet Neueinsteigern, Interessierten 3 Wochen kostenloses Probetraining an. Und während dieses Probetrainings kannst du quasi auch in die anderen Gebiete oder Gruppen hineinschnuppern, da das Dojo neben Nimbo Taijutsu auch Krav Maga und MMA anbietet. Darüber hinaus bietet das Dojo Kindertraining an für Kinder ab 8 Jahre, beziehungsweise Kinder ab 8 Jahre können dort beginnen mit dem Training. Und die Kindergruppe geht bis zum Alter von 14 Jahren und danach wechseln sie automatisch in die Erwachsenengruppe oder in die große Gruppe. Nähere Infos zum Kindertraining, Trainingszeiten etc. findest du auf meiner Website bzw. in der Dojo-Liste im Eintrag zu diesem Dojo. Ein Link zum Beitrag und zur Dojo-Liste habe ich natürlich wieder unten in der Videobeschreibung angeführt. Und in dem Bericht auf meiner Website findest du weiterführende Informationen, ein paar Fotos zum Dojo und natürlich ein Interview, welches ich mit dem René Welz geführt habe. Also einfach mal draufklicken, wenn du weitere Informationen zum Dojo möchtest. Hast du Fragen, Anregungen, Tipps bzw. ein Feedback zum Video, zum Dojo-Besuch, zum Nimbo-Ralf-Projekt, dann freue ich mich über Kommentare. Und möchtest du mein Projekt unterstützen, dann wäre jetzt die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren. Vergiss dabei, die Glocke nicht zu aktivieren, damit du Infos bekommst, sobald hier auf dem Kanal was Neues ist. Nächste Woche folgt dann das Video zu meinem 5. Dojo-Besuch. Wer meinen Kanal bisher aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass ich einen Tag später nach Bomte in Hamburg gewesen bin bei Fernando. Und dieses Video wird nächste Woche Donnerstag hochgeladen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und freue mich darauf, euch wiederzusehen. Ich sage Tschüss, euer Dirk vom Nimbo Ralf.